Hi, heute zeige ich dir 5 Übungen mit dem Sizzle Pilates Ring. Dieser ist da, um vor allen Dingen die Übungen ein bisschen zu intensivieren oder auch sogar, dass es dir hilft, dein Powerhouse besser zu spüren und zu aktivieren. Probier's mal aus. Stell dich hüftbreit hin. Nimm den Pilates-Ring mit deinen Handballen und streck einfach deine Arme mal nach vorne. Du atmest ein, gehst mit den Armen nach oben, ziehst den Bauch ganz feste ein und mit dem Ausatmen gib Druck auf den Ring und geh nach unten. Atme ein, geh hoch und atme aus, geh tief. Jetzt nimm deine Beine dazu. Du gehst tief, atmest ein und du atmest aus, gehst hoch, gibst Druck auf den Pilates-Ring. Durch den Druck merkst du an der Innenseite deiner Oberarme eine schöne Spannung. Und das wiederholst du bitte so für 30 bis 45 Sekunden. So, stell dich mit deinen Zehenspitzen nach außen. Deine Fersen schauen zueinander. Und dann bringe den Pilates-Ring knapp über deine Knöchel. Du streckst deine Arme hier nach vorne und spreizst deine Finger. Du atmest schön ein, ziehst alles ganz feste und fängst einfach mal an, immer so ganz kleine Impulse auf den Ring zu geben. Spür mal deine Innenschenkel und versuch gleichzeitig wieder durch die Nase einzuatmen und durch den Mund aus. Spürst du die Spannung an deinen Adduktoren? Dann ist es super. Wiederhole die Übungen so lange, bis 60 Sekunden voll sind. Und dann gönne dir wieder eine Pause. Richte dich wieder auf und nimm deine Arme gestreckt zur Seite. Streck deine Beine und jetzt ist deine Balance gefragt. Geh mit dem Gewicht auf dein rechtes Bein, hebe dein linkes Bein an und flex deinen Fuß. Zieh die Zehenspitze ran und gib hier kleine Impulse. Versuch wieder immer schön auf 5 Sekunden einzuatmen, auf 5 Sekunden aus, nicht umfallen, Balance halten und deine Innenschenkel spüren. Das Ganze machst du auf jeder Seite 45 bis 60 Sekunden. Wenn du es noch ein bisschen schwerer haben möchtest, kannst du mal versuchen, deine Augen zu schließen. Und Pause. Du stellst dich wieder hüftbreit hin und der Ring kann nicht nur anstrengend sein, sondern ist auch gut, um dich zu dehnen. Jetzt versuchst du mal, dein rechtes Bein anzuheben, nimmst deinen Fuß in den Ring rein und dann versuch dich schön lang zu machen und dein Bein mal zu strecken und wieder zu beugen. Ohne dabei umzufallen, das Bein strecken und wieder beugen. Und dann versuchst du hier wieder, wenn du das Bein streckst, einzuatmen und ausatmen, das Bein beugen. Einatmen, strecken und ausatmen, beugen. Nach circa 30 Sekunden versuch dein Bein gestreckt zu halten. Nimm den Ring und versuch dich hier schön aufzurichten und diese Position für lockere 30 Sekunden zu halten. Und wir wechseln. Du nimmst deine Füße ganz eng aneinander, drehst deine Zehenspitzen nach außen, presst deine Fersen ganz feste zusammen und nimm den Ring jetzt einfach mal hinter deinen Rücken. Richte dich auf, heb dein Brustbein und dann schau mal, zieh einfach mal die Arme immer schön in kleinen Bewegungen nach oben. Zack, 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 zack. Und während du das machst, atmest du wieder schön durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und wenn du ausatmest, presst deine Fersen ganz feste aneinander. Und mit dem Einatmen lass locker. Und nach 60 Sekunden gönn dir eine Pause.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und wenn du dieses tolle Teil für dich zu Hause möchtest, dann findest du den Link unten in der Beschreibung.